schon sehr erschreckend aus. Sehr erschreckend schlägt. Huch. Ich wünschte, ich könnte das lesen. Das erste Wort liest sich für mich wie Jud, aber ich glaube nicht, dass es Jud wird. Guck mal, wenn du hier, ne? Guckst. Achso, bist du schon da oder nicht? Du stehst hier auf jeden Fall. Jetzt bin ich da. So. Lauf mal rennend gegen diese Wand. Du bist in der Wand. Ich will auch in die Wand. Du bist da drin, ich komme da gar nicht rein. Ja. Huch. Aber ich komme nicht wieder raus. Wenn ich gegen die Wand springe, dann bounce ich da weg, wie in so einer Klapsmühle. Komm wieder her. Ich kann nicht, ich muss respawnen. Wie mache ich das da? Escape und respawn. Vielleicht musst du hier mit Anlauf so dagegen rennen so und dann, yeah, ich dann bin ich, gesprungen. Dann, ich bin da auch gesprungen. Guck, dann mache ich Boing. Ich bounce da zurück. Du bist drin. Nein. Gut, so sollte man das wahrscheinlich nicht spielen, aber was steht da? Get out. Respawn. Ach so, man soll da gar nicht rein. Yes. Okay, spielen wir seriös. Möchtest du die Taschenlampe? Soll ich sie nehmen? Nimm du sie. Okay. Da ist eine Tür. Die Welcome-Tür? Die ist aufgegangen. Weil... Ah. Wenn da ein Pfeil nach links ist, sollten wir nach rechts. Ja. Gesundheit. Das war ich nicht. Das war irgendein Japaner, glaube ich. Da war irgend so ein Gesabbel im Ohr. Ne? Oh, guck mal, wer ist das denn? Ah. Dobby. Du Bibi. Du Bibi. Boing. Noch mal das tun, was ich nicht soll. Was ist das? glückliche Treppe ist das. Wollen wir erst noch gucken, wo es in die andere Richtung geht? Es macht Geräusche. Oder? Oh. Wer weiß, was die da sagen? Ich weiß nicht, sollen wir auch in die andere Richtung? Ja, einmal nachgucken, komm. Ja. Boi, boi. Denk dran, nötiger Ernst, das ist eine Horror-Map. Oh. Ach, wow. Yay. Okay. We are falling. Das... Aber hey, jetzt habe ich hier auch eine Taschenlampe. Okay, nein, kann man nicht. Gelacht? Okay. Wo bist du? Ich laufe zu den Gesichtern, ich bin hinter dir. Aber guck, ich habe auch eine Taschenlampe jetzt. Ach, ich dachte gerade schon, du würdest nicht angezeigt werden. Nur irgendwie kann man die Taschenlampe... auch irgendwie benutzen. Ist deine nicht an? Zeigt aber nach unten. Achso, warte. Ich hab's gedreht. Ja, gute Idee. Da. Smileys. Oh lol, hinter uns ist ein Spiegel. Oh, ich kann mich endlich mal sehen. Ist das ein Lachen oder ein Weinen? Ich weiß auch nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das Weinen wird langsam zu einem Wachen. Das Wachen wird zu einem Leinen. Wow! Was war das? Und Spiegel! Oh Gott. Darf ich mir die ausleihen für zu Hause? Ich glaube, die würden mir auf Dauer aber Angst machen. Oh, dieses Geräusch. Das ist kein... Hä? Geh nicht zu nah ran. Warum bist du denn weggesaugt? Ja. Tu es, wenn du mir nicht glaubst. Siehst du? Wurde zum Anfang gesaugt.
Das ist sehr schwierig, da durchzukommen, ohne die zu berühren. Was ist dahinter? Oh, lol. Ja. Oh, komm, komm. Boing. So. Wieso wird mir das denn als Horror-Map verkauft? Was ein Horror ist, da überhaupt durchzukommen? Ja, das Level-Design ist der Horror. Das Spiel werde ich ab 18 freigeben. Oha, ja, jetzt muss ich das Waffengewalt. Jump and Run, das. Warte! Ich denke nicht lange, ich muss erst einmal einfach. Siehst du, nicht nachdenken, einfach go. Hallo. Du bist nach oben. Kannst du fliegen? Wieso kannst du fliegen? Ja. Da kannst du einfach laufen. Kannst einfach laufen. Was? Bin so doof. Süß. Aber es sieht süß aus, wie du als kleine Elfe da hochfliegst. Stop. Ich hab's auch mal geschafft. Ich hab das Gefühl, das wurde bei dir anders angezeigt als bei mir. Weil du bist immer auf die nicht mehr vorhandenen Steine gesprungen. Du Bibis? Ja, sie sind ein bisschen kopflos. Ich glaube, wir müssen da runter. Versuchst du, den Kopf aufzufallen? Ja, aber es geht nicht. Hey! Oh. Oh, ein Rätsel. Schreiben eine Mathe-Klausur. Oh mein Gott, das wird bestimmt... Eine Vending Machine! Oh, die hätte ich ja auch so gerne, ne? Gott, ein Zigarettenautomat. Kann man hier was tun? Nein, ich glaube, das sind Stifte. Bitmap, Pixel. Also, diese Marke kenne ich. Die glaube ich auch. Colors. Das da oben auch, es sind eigentlich Zigaretten. Meinst du? Nee, da steht doch Pixel Art und so. Ja, aber das hier oben sind Marlboro. Das da ja, rechts sind. Gut, es sind JPEGs, Graphics, im Zigarettendesign. Obwohl, das könnten auch Kondome sein, vielleicht. Zwei blaue Bälle, zwei rote und ein blauer Ball. Da steht auch was zu essen. Wo ist deine Taschenlampe hin? Sie verloren unterwegs. Nö, ich hab sie in der Hand. Nein. Dafür ist deine weg. Die habe ich gerade abgelegt. Jetzt ist sie da. Du hast einfach nichts in der Hand. Du hältst deine Hand wie so eine Fake-Pistole. So, halbwegs. Also ich würde hier mal vermuten, da wir die Schränke nicht öffnen können, dass der Code... eventuell 103 ist? 1, 0, 3. Da. Boah. Du bist the brain von uns beiden hier. Wir sind Pinky und the brain. Ach, muss ich das jetzt selber eingeben noch? Ach so. Hast du die Tür gar nicht gesehen? Nee, bei mir war keine Tür. Du hättest deine Hand, als würdest du meine schütteln wollen. So, so, immer so guten Tag. Guten Tag. Hi. Guten Tag. Da liegt was. Das ist ein Schlüssel. Hier ist eine Tür. Da hinten ist aber auch noch ein Schlüssel. Ich hab den roten Schlüssel ein. Ich auch? Oh, wir brauchen 3. Eins habe ich aufgemacht. Hier ist noch einer.
2. Ach, jeder muss wieder selber, ja? Oh, ja, dann laufe ich mal zurück. Das sieht aus wie Minecraft hier unter Wasser. Meine Taschenlampe mitnehmen? Kann ich den Ball hier mit? Stimmt, die okay. Taschenlampe. Dieses Level-Design. Herrlich. Blümchen. Ah, oh, du siehst aber schick aus. Ja. Ja. Ich konnte mich hier hinsetzen. Du siehst ein bisschen aus wie der Tod selber, der auf der Bank sitzt. Aber Taschenlampe? Lachweint wieder? Lachwein. Es ist ein Meer aus Tränen. What the heck? Oh, oh, oh. Achtung. Das reicht, du Bibis sind böse. Fuck ich doch. Das ist ein Staubsauger. Stopp. Sogar die Bälle weggesaugt. Okay, jetzt ist ich oh auch Gott. Achtung. Gleich rausschneiden. Ja? Ja? Dieser Ball-F***er. Schneide ich das raus oder mache ich da einen Piep drüber? I don't know. Aber verkneifen konnte ich es mir nicht. Aber es ist doch einer. Ja. Meinst du, ich muss es dann rausschneiden? Ich weiß es nicht. Ja. Herrlich. Ob du Bibi japanisch ist? Bestimmt. Alexa, was heißt du Bibi auf Deutsch? Ja, wer hätte das erwartet? Nicht. Wow. Oh. Vorsicht, du bist abgeworfen. Von Staubsaugerkugeln. Dürfen wir hier reinfallen? Hier passiert überhaupt nichts. Irgendwie müssen wir ja nach da oben kommen. Hier, auf die Kugel. Ich glaube, die andere Kugel wäre sinniger gewesen, die näher an der Wand dran ist. Hä? Wieso stehst du im Nichts? Ich stehe auch auf einer Kugel. Gehen die weiter hoch? Müssen wir da rein? Oder ist das nur zum Gucken? Weiß ich nicht. Wir werden sehen. Das ist einfach zu hoch für mich, dieses Spiel. Ich finde es auch sehr lustig, wie zwei massive Vierecke auf ein weißes Viereck gedrückt werden. Mhm. Und dann kommt eine Kugel raus. Ach, du verstehst das so nicht. In Japan läuft das andersrum. In Japan lesen die Bücher auch von hinten nach vorn. Oh, stimmt. Da siehst du, wie ein Dubibi hergestellt wird. Wieso? Wieso? Siehst du's? Butter wird das Gesicht weggesaugt und dann wird ein Ball drauf geklatscht. Dann wird's ein Dobibi. Alles klar. Oh. Und was ist das? Der Oberdobibi? It's a kitty cat. Kriegt ein Dobibi-Kopf. Ist das richtig, was hier passiert? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wann ich abspringen muss. Aber ich glaube, es wird jetzt Zeit. Ich tu's. Ich hab's getan.
stehst in der Kugel. Yes. Ha! Na dann? Nach dir in die Weltraumtür. Die Tür. Die Welt der Dobibis. Kann ich hier runterfallen? Bestimmt. Nein. Schade. Die Welt der Dobibis. Siehst du? Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Yay! Wir haben einen Staubsauger gewonnen. Nice. Dobisu of Terror. Sound of the Vacuum Cleaner. Huch! Wo bist du hin? Warte. Was ist hier los? Drück mal auf den Schalter. Was hast du getan? Die Buddy ist vorbei. Ich glaube, wir müssen hier weiter. Hier? Warte mal. Oh Gott, mein Ohr ist so wahnsinnig. Lauf! Was? Du musst den roten Raum anmachen und dann den Gang ranrennen, bevor du weggesaugt wirst. War das nur ein Fake-Ende? Ich glaube ja. Hi. Hallo. Was aber das sind schon wieder Schalter. Da ist ein Dobibi. Das kann ich. Oh, guck mal. Hier. Für dich. Wisch, wisch. Ah. Ich möchte so eins haben. Guck mal, wie süß das guckt. Oh, es ist ein Butterbaby. Ich will ein Butterbaby. Hast du da? Lass es auf dem Boden tanzen. Was ist das hier? Yeah. Ich hab gestaubsaugt. Wo bist du hin? Bin ich jetzt ein Butterbaby? Yep, und jetzt bist du ein Dubibi. Ich möchte das Butterding sein. Jetzt bist du wieder ein Butterbaby. Okay. Aber du hast ja auch einen Spiegel. Wo? Muss ich hier drücken? Mhm. Aha. Bin ein bisschen klein. Hey, wie ging das denn jetzt nochmal? Da. Da. Ich bin ein riesen Butterbaby. Ich bin 1,75. So, was hast du da gerade getan? Ich habe das nicht gesehen. Setzt du mir ein Butterbaby auf? Yes. Es tanzt dir auf dem Kopf herum. Das kann ich auch. Wo war denn das wieder? Doch, Butter of Terror. Terror. Hier ist die Tür. Hä? Kann ein Butter-Dobibi-Ding nicht tanzen? Weiß ich nicht. Was passiert denn damit? Ups. Ja, das war der Schlau. Der kann nicht tanzen. Das ist ja gemein. Aber ich bin jetzt ein Butterding. Yes. Ob wir mit dem Butterbaby die Tür öffnen können? Ja. Ist es da, wo wir herkommen? Kann sein. Aber lässt sich nicht öffnen. Locked. Butter Avatar World. Butter of Terror. Springen wir in Butter of Terror. Mal zu gucken, was das ist. Bist du reingesprungen? I am. Ich folge dir.
Tip, 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 tada. Achso, go. Butter of Terror. Das? Nein. Wo bist du? Bin ich alleine? Es lädt. Achso. Ich hätte kurz einen Schluck auf. Die sehen so süß aus. Die können gar kein Terror sein. Oh. Nimm den Schlüssel, du die Taschenlampe? Yes. Obwohl, ich kann auch hier... Guck, mach das mal da rein. Jetzt kann ich mir auch noch... Jetzt ist er weg. Wir müssen wieder beide. Achso. So. Ich sehe da drin nichts. Warte, so. War nichts? Doch, da ist was drin. Kannst du das denn sehen, dass ich das auf und zu mache? Oder ist der für dich... Nee. Dann, okay. Ich habe eine Kerze gefunden. Es ist eine Kerze, okay. Ja, ich lasse meine Taschenlampe mal da. Du rechts, ich links? Yes. Oh. Entschuldigung, wer sind Sie? Also ich glaube, für rechts ist nichts. Wieso? Wieso? Was zum... Hast du ihr das in die Hand gegeben? Nein, ich hab's noch, aber... Wieso hat sie so ein Gesicht? Ist ein Butterengel. Was ist denn mit dir? Ich würde sagen, dem ist beim... der Schädel explodiert. Guck dir mal dieses effiziente Klo an. Wie viel Platz das spart. Yes. Ich will auch so ein Klo. Ich glaube, ich habe zu viel Kaffee heute gehabt. Oder zu wenig. Nee, ist mehr als sonst gewesen. Kann ich den Baum abfackeln hier? Ich meine, das ist eine Kerze. Vielleicht hätte ich die Butter am Boden auch erwärmen können. Weiß ich nicht. Oder auf der Seite, wo ich war, da ist so ein... Jetzt sogar ein Schweif. Ja. Um Gottes Willen. Renn mal in die rote Tür hinein. Das ist Horror. Bei mir ist da nichts. Reinrennen. Von der Seite. Mit irgendeinem Gegenstand in der Hand. Da passiert nichts bei mir. Nein. Nö. Okay, so geht das jetzt. Ah, da. So nach links und rechts, so davor. Nope. Nee, okay. Okay, wir brauchen einen Schlüssel. Ah! Hm? Hast du das Bild zur Seite geschoben? Nein. Denn? Was machst du mit dem Butterding? Das ist gerade rausgeflutscht mit der Kerze. Achso, warte, wo ist meine Kerze? Geht das mit allen Bildern? Ich weiß nicht. Ich geh mal zu der Butter am Boden.
Das ist ein sehr komisches Spiel. Ich habe ein Buch und hier ist doch irgendwo ein Regal gewesen. Stimmt, da. Ich hab's da. Oh. Wenn du das Buch bei der Butter am Boden holst und da reinschiebst, dann hast du dahinter einen Schlüssel. Ah. Dich habe ich schon gesehen. Mau, Mau. Ja, die habe ich in Nahaufnahme schon gesehen. Hier ist noch eine Kerze. Müssen wir vielleicht alle Kerzen in dieses Bild schieben? I don't know. Aber jetzt ist das Bild auch normal, ne? Es hatte vorher einen ganz anderen Gesichtsausdruck. Hier ist was hinter dem Bild. Da ist ein Raum hinter, aber ich glaube, wir sollten da nicht rein. Aber was hat es mit der Lady da auf sich? Vielleicht noch eine Kerze? Hä? Seit wann ist da eine Tür? Das hat mich auch gefallen, aber du brauchst die Kerzen. Ah, drei Kerzen, drei Butterdinger. Okay, kapiert. Wo habe ich denn die dritte Kerze hingestellt? Überlege ich gerade auch. Ah, hier ist eine. Ich habe mein Bücherregal. Ja. Brauchen wir die Taschenlampen wirklich? Ich glaube ja fast nicht. Ja, dann scheiß auf die Taschenlampe. Hä? Ups. Einser. So sehe ich aus beim, so sehe ich beim Sport machen aus. Ich habe ein R. Wie ein Wetterkäfer auf dem Rücken. Ich habe ein G. Oh Gott. Kitzelte Butter auf dem Tisch. Huch. Hier ist ein B. Hätte ich gerne Taschenlampe, ist so dunkel. Ich habe auch gerade gehört. Jetzt können wir sie gebrauchen, ne? Sind wieder Zigaretten. Da ist meine Taschenlampe. So. Die Butter rutscht über den Boden. Ich hole meine Taschenlampe. Die sind schon wieder überall Kerzen. Hier ist ein H. H-I-K. Kann ich den Würfel hier nicht anleuchten? H-I-K-B. Ich habe ein G. IKBG. Wo hast du ein H gefunden? Mie! Hier ist noch ein R auf dem Stuhl. Hier im Bücherregal ist ein H. A, R. K, B.
Baby. Klick mal die Butter hier an, die auf dem Teller liegt. Oh, Butter, your Butter, your Butter. Ein Butter. Was hat dieser Mensch genommen, der das programmiert hat? I don't know. Okay. Teeklötzchen. Teeklötzchen. Haben wir? Kann man hier vorsetzen? Oder was hat das mit 5 zu tun? Also ein Tee habe ich nicht gefunden. Ich habe eins. Aber ich weiß nicht, wo es her war. Das geht mir. Blau. Da muss man mit denen irgendwas... Kann die auch nicht da irgendwie rein? Die sind irgendwie so und so oft mal... Nicht verscheißen. Jetzt hätte ich jetzt am Anfang gesprungen. Ich hab die Tür offen. Wie? Verrate ich dir. Komm mit. Warte. Ist das Telefon wieder weg? Schnell. Okay. Siehst du hier die Butter, die in der Suppe badet? Ja. Die brauchst du gleich. Und du brauchst eine Kiste. Obwohl, nee, wo ist sie? Hier ist hier schwebt eine Butter, dann ist sie wahrscheinlich das. Ja, die Kiste habe ich
mitgekriegt. Hier, du bleibst da. Hol eine Kiste. Da hinten. Ich bin da. Muss ich die Butter hier drauf schmieren? Yes. Da war nichts. Aufs Schloss drauf. Aufs Schloss? Achso. Wie, du haben die das hier aufgekriegt und haben hier irgendwie BUT oder sowas, irgendwas mit den Kästchen. Das kann auch sein. Aber das Passwort, versucht mal was, ja? 7 9 5 und 1. 7 9 5 1. Du bist die Zahlen von der Butter mit der Reihenfolge von dem Namen Butter, ne? Yes. Wollen wir noch versuchen, das Kästchen aufzukriegen, aber da fehlt mir immer noch ein Tee. Hier irgendwo ein Tee? Das ist ein M. Hier lag ein Tee. Wo lag ein Tee? Jetzt nicht mehr, auf dem Tisch in der Ecke. Das ist ein H. G, ein K. Ein U? Brauchst du ein U? Zu den Seen. Kann ja deine nee, leider kann ich deine nicht sehen. Achso, hier ist auch mein T. Ich will jetzt nur wissen, wo ein B liegt. Das ist immer noch ein M. Ich weiß aber auch nicht, ob wir das brauchen. Da ist ein Schlüssel hinter. Ich probier's mal mit BUT. Geht nicht. Hatten die in dem Video denn zwei Tees? Nee, ich guck gerade, ob ich da nochmal irgendwie hinkomme. T-E-R. Ja, meine. Da runter. Gibt's denn ein R? Mhm. Das R. Ah, hab's gefunden. Und funktioniert's? Yes.
muss ich die Pille gerade... Ah, okay. Okay. Ich glaube, wir brauchen die Kerze. Oh. Mit dem Schlüssel, den packe ich dann schon mal rein. Aber ich habe ein Katzenpopo gefunden oder irgendwas mit Popo. Glaube auch. Kerze in der Luft, die kann ich aber nicht anwählen. Achso, die muss man anmachen. Ach da, Gott sei Dank. Ich weiß ja nicht, ob das gut ist, wenn wir ein Pentagramm entzünden, ne? Ich auch noch nicht. Eine Butter opfern. Das Butteropfer! Ja. Hattest du alle Kerzen angemacht? Mhm. Und noch einen Schlüssel gekriegt? Mhm. Alter, da geht schon wieder die Tür auf von alleine, ja. Kriegt der Katzenkopf den Schlüssel? So. Yes. Scheint nach Fisch zu schmecken. Ja. Hops, hops, hops. Oh. Kann ich überhaupt fallen? Egal. Was? Die Katze kommt uns mampfend hinterher. Ach so. Oh no, hä? Hier ist ein Spiegel. Oh. Da ist eine Butter, die nach links zeigt. Hier durch? Hä? Überlebt du auch? Ja. Hätten wir mit dem Katzenkopf laufen müssen? Oh, guck mal genau hin. Okay. Gerade aus, als würde man hier runterfallen. Oh! Oh mein Gott, guck mal! Ah, oh. Butter. Die habe ich vorhin schon gesehen, das ist die Hölle! No! Melted Butter überall! Da ist hier eine Tür. Da? Achso, da ist ein Flügel von dir. Mhm. Ich bin runtergefallen. Oh nein. Ja, auf die Butterhand springen müssen? Yes. Und dann kannst du hier hinspringen. Mal bis sie runtergeht. Also hochlaufen. Ja, wie komme ich denn da dran? So, einfach nur hinlaufen. Du musst die Hand oder den Arm hochlaufen. Butter, Jump and Run, Action. Geht da jetzt hoch. Los, Hase, du schaffst das. La, 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 la.
8 Stunden später. So, diesmal ohne Anlauf, einfach nur hops. Willst du mich ver... Denke ich etwa zu kompliziert? Durch hoch. Hier mache ich nur hops. Springe ich da auf die Hand oder warte ich auf den da? Oh. Okay, ich schaffe das. Ich kann das. Das ist überhaupt nicht schwer. So, scheiß auf die eine Butter da. Ist hier vorne Plattform? Mhm. Yeah! Diesmal wirklich? Ich bin mir noch nicht so sicher, ob das Ende ist. Das hier vorne ist wieder der Anfang, glaube ich, ne? Oh nein, ich möchte die... Wo ist die Musik hin? Ah. Yep. We did it! Yay! Credits kann ich nicht lesen. Twitter kann ich nicht lesen. Leider. Butter of Terror. Da ist das Mädchen ohne Buttergesicht. Mhm. Wenn man nochmal neue Avatare kriegt. Wie meinst du? Das ist wieder so ein Portal zur Avatar-World. Ja, da kannst du dir die Butter-Avatar holen dann. Bist du da reingegangen? Hoch. Mhm. Gucken, wo man da rauskommt. Oh no. Oh, es ist tatsächlich eine andere Welt. Da kannst du ja Avatar raussuchen, ne? Ja, und alle mit Buttergesicht. Wo haben wir einen Spiegel? Und auf Spiegel klickst. Stimmt, so fett. No, aber du hast eine wehende Buttermähne. Ja, du bist sehr süß. Deine Augen drehen sich nach innen, wenn du läufst. Ja. Ein Puffy. Ich glaube, den behalte ich. Hat der irgendwelche Tanzmoves? Der kann was. Oh, guck mal. Na? Bumm. Ja. Nee, ich glaube, den lasse ich. Einfach auch nur für den Effekt, wenn Herr Schmitz das nächste Mal mitspielt. Sagt was zum Teufel? Was ist mit... Bist du das?
Ach. Yes. Und in der Mitte eine Butter? Was ist da los? Was ist da jemand so besessen von Butter? Mein Butter ist ja gut, ne? Aber irgendwo ist auch mal Schluss. Apropos Schluss. Sollen wir Schluss machen? Für heute. Nur für heute, nicht für immer. Nee, nur für heute. Ich guck mal, wie das aussieht. Okay, look at this butt. Hab ich in den Ohren? Achso, es sollen Haare sein, aber wenn man sich bewegt, sieht das aus wie Zähnchen oder weiß ich nicht was. Das finde ich sehr süß. Dem, dem, da, da, dem, dem, da, dem. Du bist Jelly. Hi. Bist du eigentlich dann schneller als ich? Ich glaube nicht. Warte mal. Bei der Horror-Map vorhin, wo wir da durch den Keller, durch das Wasser gejumpt sind, das habe ich auch erst geschafft, nachdem ich den Avatar gewechselt hatte. Ich kann auch tanzen. Wir sehen so doof aus. Wieso? Ist doch ganz normal. Eine Katze mit Butterkörper. Und ein tanzender Jello-Stick. Ja. Wofür man auch immer einen Jelly-Stick braucht. Ich wollte mich neben dich legen. Oh Gott. Was machst du da? Geht's dir gut? Ich springe. Du springst. Ja, wie sieht das so aus? Ich bin ganz starr. Oh Gott. Njong, njong. Oh Gott. Da, 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 da. Oh yeah. Gesund aus. Absolut nicht. Use den in my hand right round. Solange du nicht die Nacht träumst, du wärst ein Jellystick. Soll ich dich alleine lassen? Das ist albern. Aber dann werde ich jetzt auch ausloggen hier. Ja, ich gehe vorher aber noch nach Hause. Bleib ich so? Doch, ich bleib so. Das ist sehr gut.